Sieht wohl nicht so aus, ne? Oberschule haben wir noch keine. Hier haben wir einen Vehicle Editor. Das ist auch ein Mod. Den werde ich auch in die Videobeschreibung packen. Eine kleine Station haben wir auch noch zur Verfügung. Wir haben aber eine größere. Denn es war wirklich nötig. Was wollt ihr jetzt gerade nachschauen? Ach ja, Schule, ne? Hier, genau. Big Modern High School oder normale Oberschule. Okay. Wie wir sehen können, glaube ich, haben wir... Oh ja, wir haben einen Burger King. Das ist eine Apotheke! Nice one! Wie wir sehen können, Burger King, die Apotheke. Richtig nice gemacht, Leute. Nicht vergessen, bei Burger King gibt es unglaublich gesundes Zeug. Ihr könnt euch damit gesund fressen. Oh, schön. Ja, das hatte ich ja auch noch nie. Das ist ja mal mega nice. So, was haben wir hier? Hier haben wir Oil Tank. Genau. Kosten 5500. Wollt ihr mich arm machen? Das ist ja Wucher. Aber wir werden hier wirklich ein paar Parks bauen, denn die Industrie braucht ja auch Parks. Wenn wir lauter Einzelne... Wir werden hier gleich schon mal eine der gemoddeten Straßen verwenden, und zwar die da. Bitte einmal runter. Jo, läuft, ne? Läuft mega. Moment, dann gehst du hier so rein. Dankeschön. So, dann gehst du da so rein. Es läuft und dann... Ja, toll, wer darf da rein? Kaum einer. Deswegen bringt es das ja mal mega. Dann kann ich hier noch was langziehen. Oh ja, perfekt. Oh ja, perfekt. Hä? Okay. Warum wurdest du gelöscht? Weil ich... Oh, das ist bereits belegt. Hm. Na gut, warum wurdest du jetzt gelöscht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau. Wir brauchen die Parks. Hier. Industrie. Industrie. Wo ist der Oil Tank? Da ist der Oil Tank. Bom. So, ist schön. Ich glaube, dann haben wir hier ganz vorne auch noch so einen. Nee, das ist was anderes gewesen. Das sind lauter Einzelne. So, das ist ein Dreier. Das ist in Ordnung. Und irgendwo... Ah ja, hier haben wir noch sowas. Genau. Perfekt. Mehr wollte ich nicht. So, und das müsste jetzt eigentlich eine schöne Umgebung gesorgt... Für eine schöne Umgebung gesorgt haben. Einigermaßen zumindest. Schaffen wir es hier, einen großen Park reinzubauen? Also jetzt nicht Industrie, sondern echt hier. So ein Park. Nee. Nee, viel zu groß. Oder gerade so zu klein. Ach, come on, leck mich doch am Arsch, ey. Ah! Nein! So. So geht es doch schon eher. Ja, auch die werten Arbeiter brauchen mal eine Auszeit. Wie, die können hier drüber latschen? Das geht? Ja, nice. Auch wenn da gar kein Zebrastreifen ist. Also dürften die das gar nicht. Hier. Zack. Hier noch ein bisschen. Da hinten brauchen sie Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Marsch. Einmal so bitte. Und wie ihr auch übrigens gerade im Hintergrund hören könnt, ich habe die Musik aus Staffel 1 nochmal reingehauen. Den ganzen Track von den Alchemisten. Sollte er ausgelutscht sein. Wie gesagt, ich bin sehr gerne offen für neue Musikvorschläge. Aber ich muss sagen, das will ich nicht nochmal selber suchen, denn das ist eine Heidenarbeit. Das heißt, wenn ihr andere Musik hören wollt, sehr gerne eigenständig werden. Bedingung ist aber, dass diese lizenzfrei ist. Denn sobald ich irgendwelche Lizenzen an irgendwen abdrücken muss, dann leidet ihr darunter, weil dann müsst ihr euch Werbung angucken. Und ich verdiene keinen Cent daran.
das wollt ihr nicht, das will ich nicht, also aufpassen, wenn ihr auf bei der Musikwahl. So, wir brauchen jetzt irgendwie Geld, damit das mal klar ist. Wir brauchen Geld, weil, Moment, das ist nur ein temporäres Industriegebiet, das wird definitiv nicht bleiben. Ich bin dafür, dass wir hier noch ein Gebiet erstellen. Na, die ganze Küste bitte entlang. So, bis dahinter. Jawohl. Ja, das geht dann auf jeden Fall noch da bis zur Autobahn hin. Wobei, weiß ja nicht so, ne? Dass das dann eigenes Viertel werden soll, das wären ja dann richtig viele Viertel. Weil wenn ihr euch mal drunter, ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben die ganze Karte zur Verfügung. Die ganze Karte, das heißt, wir müssen eigentlich überdimensioniert denken jetzt schon. Wir könnten höchstens später irgendwelche Viertel zusammenfassen, aber das ist ja auch irgendwie blöd. Was macht das da so? Ja, die haben sich ein bisschen viel geklaut. Dann würde ich sagen, die Umperhöhen, die vergrößere ich komplett hier über den Bereich. Komm. Was soll der Geiz? Aber das war's dann auch. Die gehen dann auf jeden Fall hier hoch bis zur Autobahn. Und dann steht hier noch ein Riesenviertel. Hier haben wir jetzt auch ein neues Viertel kreiert. Oh, hier können wir auch bereits schon abzweigen. Nice. Ich weiß nicht. Wie gestalten wir das am schlauesten? Also wir brauchen ja auch mal wieder in die Zukunft gedacht. Wir brauchen auch ein Touristenviertel. Das Touristenviertel sollte in der Nähe vom Flughafen liegen. Muss nicht. Ich glaube, bevor ich daran denke, ich glaube, das Touristenviertel würde ich irgendwie so hierhin machen. So am Berg auch, das liegt recht nice. Da kann dann auch im Berg bei den Hotels sein und gleichzeitig unten auch am Klimka kann gebadet werden. Kastanienpark, genau. Da würde ich sagen, hier ist noch ein normales Wohnviertel. Hierbei können wir bei... Okay, dann mache ich eine Außenstraße. Oh, das ist doch viel zu teuer, oder? Wie viel? Boah, 3400 kostet so eine Straße. Nee, das ist zu teuer, einfach von Beginning einfach hier so reinzuhauen. Das wird nicht so geil funktionieren. Außerdem werdet ihr ab sofort... falls ihr jetzt in einer neuen Folge oder so seid, tut's mir leid, wenn es einfach mal so aus dem Kontext rausgerissen ist. Aber ich achte eigentlich darauf. Ihr werdet ab sofort gelegentlich mal kleine Timelapse sehen. Das ist einfach dann so eine Sache, zum Beispiel, wenn ich Geld brauche oder wenn ich irgendwas Aufwendigeres wie spezielle Autobahnkreuzungen oder so baue, dann ist es zwar ganz interessant, eine Zeit lang zuzugucken, aber irgendwann wird es langweilig. Das ist für mich selber so mein Eindruck und deswegen würde ich sagen, dass ich bei größeren Bauprojekten ab so 2-3 Minuten, sobald das Grundkonzept steht und ich so noch ausfeilen will, das kann man ja dann trotzdem noch sehen bei Timelapse, dass ich dann einfach da ein bisschen spule. Erfordert mehr Schneidarbeit, für mich faulen Sack, ist prinzipiell aber, glaube ich, für euch ganz gut anzugucken. Erhöht auch vielleicht leicht die Klickzahlen, ich weiß es nicht so genau. Was haben wir denn hier so alles? Ah, ja stimmt, da kann ich ja auch riesige Müllparks jetzt auch bauen, weil ich habe nämlich neue Müllmöglichkeiten und ich habe auch neue Strommöglichkeiten. Tada! Zum Beispiel haben wir hier einen schönen, können wir hier schöne Solarparks bauen. Denn prinzipiell sind das alles Photovoltaik-Dinger. Das heißt, jetzt haben wir nicht nur diesen Turm bisher, diesen Solarturm, den da, Solarkraftwerk, sondern jetzt haben wir auch ordentliche Panels überall dann stehen. Das heißt, dann können wir irgendwo eine Riesenwiese machen und das zum Solarpark aus... Wie sagt man das? Es ist auserkoren, aber wie sagt... Also das ist gewählt, das ist auserkoren, aber das ist Gegenwart. Wie sagt man das in der Zukunft? Es wird auserkoren sein. Irgendwie so. Ist aber auch nicht so wirklich richtig. Na gut.
Okay, da... Was zum Teufel? Na, da stimmt wieder mal was nicht mit denen. Okay, da muss wieder was geändert werden. Ihr biegt bitte hier nur ab. Und ihr fahrt da bitte so. Genau. Die Bahn bleibt also quasi frei. Nein, bleibt sie nicht. Das werde ich dann einfach umbauen. Halt so nicht. Hier. Dankeschön. Da ist der Traffic Plus Plus. Hier. Dann bitte einmal so. Und hier dann, ist wieder so eine Sache, ne? Gibt's hier irgendwo noch so ein... Nee. Da muss ich jetzt wirklich die schon so einordnen lassen. Aber die können sich ja aussuchen, welche Lanes, welche Linie sie nehmen. So. Weiß nicht, ob das viel bringt oder so. Da war ein DHL-Truck. Da ist ein DHL-Truck. Wir verfolgen den. Bei Oso. Oso hat den gebaut. Wenn ihr hier zum Beispiel den ganz geil findet, könnt ihr auch genau danach suchen. Da brauche ich das gar nicht in die Videobeschreibung packen. Genau danach könnt ihr dann suchen. Zur Eiswürfelfabrik. Importiert Erzprodukte. Seit wann tut die DHL Erz liefern? Nur mal so am Rande erwähnt. Zu Williams. Gleich zum nächsten. Wieder abgeliefert. Ja, im Moment müssen wir noch sehr viel importieren, denn heilige Scheiße kann der sich weit wenden. Kann der weit wenden. Cooles Ding. Hier ist eine größere Müllhalde. Nach Eis... Ja, immer noch nach Eiswürfelfabrik. Wo fährt denn der jetzt hin? Hä? Wir verfolgen ihn weiter. Ah, hierhin, okay. Ach, der musste da lang, weil das eine Einbahnstraße ist. Okay. Und jetzt fährt er nochmal so rum, um da wieder rausfahren zu können. Halt! Ich will den weiterverfolgen. Wir können das Ganze auch eigentlich hier so machen. Dann fahren wir, aber dann sehen wir den schönen Truck nicht. Na gut, ist ja auch egal. Weg da. Das mit den Lichteffekten scheint noch so ein bisschen buggy zu sein. Aber gut. Okay. Er fährt also hier raus und Wiedersehen. Hä? LOL! Ernsthaft? Nice! Auf Wiedersehen, Schnippingen. Nice, wir fahren jetzt erstmal weg. Das nenne ich doch mal ein Abenteuer. Mit dem DHL-Truck raus. Ja, läuft ja beim First-Person-Mod. First-Person-Camera-Mod. Wir können einfach aus unserem Bereich raus. Wundert euch nicht, falls das Spiel gleich abstürzt oder ihr mal kurz, ich mal kurz weg bin, ne? Sag mal, wie weit kann ich denn da noch bitte rausfahren? Das ist ja mal mega nice. Das ist bestimmt nicht so gewollt, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Okay. Ich spule mal ein bisschen vor. Einfach nur, um zu schauen, wie weit wir noch kommen. Am Ende stürzt das Spiel wirklich ab, weil wir außerhalb der Stadtgrenzen oder so sind. Die fahren wirklich unterschiedlich schnell auf den Autobahnen. Wie in echt. Macht's bisschen realistischer. Definitiv. Jetzt fahren wir einen anderen DHL-Truck hinterher.
Ein Mustang fährt so langsam. Oh, jetzt hat er Gas gegeben. Sag mal ernsthaft, wie weit kommen wir denn da weg? Irgendwann müssen wir das Ende der Map erreicht haben. Dann die spawnen da ja. Soweit ich weiß. Ah, da ist doch das Ende der Map, oder? Nee. Hier geht's noch runter. Jetzt setzt sie zum Überholen an. Okay, jetzt sind wir weg. Jetzt ist er despawned. Aber wir sind damit wirklich weit gekommen.